Bei uns zu Gast ist jetzt der österreichische Ringer René Dattel. Dolmetsch ist Peter Klesch. Herr Dattel, wie geht es Ihnen vor dem Kampf? Sind Sie nervös? Alter! Was ist? Scheiß dir ins Hemd vorm Köch? Oder was? Na, ich brauch ein Kleine! Bumm! Zack! Und die Goschen! Ich bin nicht nervös vor dem Kampf. Ich habe mir auch eine Taktik zurechtgelegt und ich glaube, dass es das Vernünftigste ist, gleich zu Beginn eine Entscheidung anzustreben. Mhm. Ja, Herr Dattel, wir würden Sie alle sehr gerne auf dem Podest sehen. Alter, die Wappler sind happig auf einmal tun, dass er gar nicht mehr geht. Wenn er ist ein Trottel, ja, dann gab's die Wicke mit tun. Was willst du denn werden? Mit tun. Wer im nächsten gehört? Bumm, zack, die Goschen. Ja, da gibt er mir auch die Gurken. Er freut sich, dass alle hinter ihm stehen. Er strebt selbst eine Medaille an. Und er glaubt auch fest daran. Das Wichtigste für ihn ist es zunächst, dem Gegner im Kampf sofort eine Gurke zu überreichen. Ja, danke, Herr Dattel. Wir bleiben gleich beim Thema Ringen. Einer der größten Catcher der Welt, ein bedeutender Österreicher, Otto Wanz, hat heuer seine Karriere beendet.